Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde mit Hog Rider. Diesmal haben wir die Hog Flyer oder die, Hound Rider, wie auch immer, ihr könnt es euch aussuchen. Wir können auch Knight Rider sagen. In meiner Zauberspruchfabrik haben wir eine gebannte Ladung Heiltränke und wir werden mal schauen, was wir damit angreifen. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, aber ihr habt es ja am letzten Healfight gesehen. Ich würde, glaube ich, ganz gerne Rathaus 9 nehmen, weil gegen Infernus wird es mit der Armee-Kombination doch relativ schwierig. Das letzte Mal haben wir einen Gegner gefunden. Da haben wir rausgefunden, dass selbst wenn die Luftabwehren im Ausbaumodus sind, von den Hounds als erstes angegriffen werden. Das heißt, das müssen wir definitiv mit einberechnen. X-Bows auf Boden gestellt, wobei das ja momentan nichts zu sagen hat. In letzter Zeit greifen diese X-Bows ja auch, wenn sie auf den Boden gestellt sind, die Lufteinheiten an. Das ist langweiliger Loot und außerdem auch an Town Hall 10. Ich schau mal, dass ich uns was Schönes finde und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Fight wieder. So, wir greifen jetzt diese Rathaus 9 Base an. Ich habe bewusst wieder nach einer Rathaus 9 Base gesucht. Erstens bin ich mir nicht sicher, ob die Hounds stark genug sind für einen Rathaus 10. Außerdem mit den Hogs noch dazu und außerdem gibt es hier oben eh keine guten Loots und deswegen habe ich mir gedacht, komm, nehmen wir einen Rathaus 9. Wir setzen 3 Stück auf und 3 Stück auf den Schatz. Wir den Hog Rider jetzt noch ein bisschen warten. Ich werde jetzt noch ein bisschen down gehen. Muss deine Abwehr down gehen. Ich glaube, ich muss den Hog Rider. Ja, letzte Fight ist echt besser gelaufen als ich davon mit den Hogridern. Bei diesem Fight bin ich mir relativ sicher, dass die meine Katze und meine Helden das reinzukommen. Also quasi für die Katzenzeit. Der Hogrider ist hier zwar der fliegende Hogrider, mit dem sie Hound. Ist hier zwar kräftig dabei, 28%. Schaffen nicht mal seine kleinen Freunde. Wobei. Oh Gott! So knapp. Okay, macht mal ganz kurz die Augen zu. Ja, das ist geradezu eigentlich peinlich, sowas hochzuladen. Aber ich hatte es mir geschworen, auszuprobieren. Ich hätte vielleicht mit den Hog Rider noch ein bisschen länger warten können. Und wie ihr seht, hätte ich jetzt noch ein Rathaus 10 angegriffen, dieser komischen Armee. Man könnte es auch Trollfight nennen. Dann hätte das noch weniger geklappt. Im Endeffekt kosten mich diese Hogrider-Angriffe einfach immer nur dunkles Elixier. Also wenn es euch trotzdem gefallen hat, wenn ihr mehr solche Fights sehen wollt, was ich mir nicht vorstellen kann, also wenn ihr wirklich mehr solche Fights sehen wollt, wo Hogrider drin, nicht Hogrider, wo Hogrider haben wir eigentlich relativ viel gemacht in letzter Zeit, wo Hounds mit involviert sind, vielleicht in einer anderen kreativen Kreation, dann schreibt mir das eure Ideen dazu bitte in die Kommentare, falls ihr Bock drauf habt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, macht's gut!